toll ja vor Jahren aus Lützburg, was aus Italien auch. Amok heißt mein Buch. Amok ist eine Liebesgeschichte, Altgeschichten, die Liebesgeschichten. Das war eine tragisch, trashige Liebesgeschichte von zwei ganz, ganz jungen Leuten, die in einer so reichen Gesellschaft probieren, die Liebesgeschichte zu leben, aber so wie die Umstände sind, werden sie nicht fertig bringen, das Fleisch nicht. Also das ist eine allen schwarz schein Liebesgeschichte. Das war eine mega Überraschung. Also ich habe wirklich nicht kommen gesehen. Ich wusste auch nicht richtig, was geschehen ist. Was geschieht, ich weiß nicht. Ich werde weiter Bücher schreiben. Natürlich, die Idee, dass lieber sagt, dann eher einen europäischen Sprache. Das war das wow. Also dafür, ja, ich weiß nie, was könnte. Ich habe nicht so viel entdeckt gehabt, aber ich dachte, das wäre. Ja, cool, wenn es ganz, ganz groß ist, rausgeht. Ich habe das schon immer gerne gemacht. Ich lese viel Roman Noir. Ich fand Roman Noir, den das Genre, der mir gefällt. Das ist ein bescheidener Genre. Und das ist ein Genre, den direkt auf den Punkt kommt. Es geht nicht viel psychologisch gewesen ums Rundherum, aber es geht um das Wesentliche. Es geht um das, was in der Gesellschaft geschieht. Das meiste, was in der Gesellschaft geschieht, aus allen. Ich sehe immer von allen Seite aus, weil sie Pessimist sind, wenn ich eine Frau sehe, dann gefällt ihr auch nicht immer, aber das ist eben so. Dafür beschreibe ich das. Das ist also nicht meine Schuld, dass die Welt allen ist. Aber ich probiere auch dafür ein bisschen Humor dran zu bringen, ein bisschen schwarzen Humor für die Sache, ein bisschen mehr erträglich zu machen. Ja, also ich höre die Sprache ja nicht all der. Bei meinen Schülern schon, und auch bei alten Schülern. Ich habe teilweise Schüler, die Schule aufgebracht haben, aber ich versuche, immer an die Schule ranzukriegen. Und alles das, was im Buch steht, habe ich irgendwie hören. Rundherum die Sachen, die Schüler mir erzählt haben, die ich selber gesehen habe. Und der Langage, das ist der Langage, den Zürich hat, schwätzt alle Sorten, alle Schüler rundherum. Wenn man es hören, dann schenkt er nicht weiter zu steuern, weil er nicht schwarz auf weiß geschrieben hat, gesagt, dann bin ich mal, ja, so ist es leider. Also ich schreibe Romane, das ist Fiktion. Das ist kein Dokumentär. Aber ich fand, alle Romane muss auf etwas beruhen, was er gesagt hat. Ich mache noch keine Kritik. Wenn Leute eine Kritik und der Gesellschaft sind, dann sind sie wohl selber schuld. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich mache keinen Kommentar, ich liefere keine Message. Ich schreibe das, was ich gesehen habe. Und dann lassen die Leute sehen, wenn das wirklich schlimm ist, ja, dann müssen sie dazu Stellung holen. Ich beobachte und ich schreibe. Mehr mache ich nicht.